Was gibt es denn? Ich möchte, dass du zunächst in Patrovitas Organisation einsteigst und sie dann sprengst. Könnten Sie mich durchlassen? Der City High. In wenigen Minuten auf Pro7. Das Erlebnishaus. Entschuldigung, wir brauchen mehr Eis. Reicht das? Nicht eben die klassischste Methode, ihn zu kühlen, aber vermutlich die trockenste. Enkeltrocken. Wer sonst ist klassisch trocken? Sehen Sie, nichts interessiert Menschen mehr als das Leben anderer Menschen. Leute, Leute, die Bunte. Ich gehe mit der Zeit. Für mich zählen Fortschritt und Leistung. Für das jugendliche Aussehen meiner Augen habe ich Plenitude Contouregar mit Liposomen entdeckt. Die Innovation von L'Oréal. Contouregar, das zugleich frische und beruhigende Augencremegel mit aktiv restrukturierenden Liposomen. Contouregar wirkt dreifach. Fältchen vermindern sich, Augenringe werden gemildert, Schwellungen der Lider gehen zurück. Plenitude Contour Regal von L'Oréal, der tägliche Leistungsbeweis gegen die Hautalterung. Das neue Sonil Micro mit mikroaktivem Sauerstoff. Sonil Micro wäscht mikrorein und gepflegt. Hey, ich hab was ganz Neues für dich. Eine Maus? Eine Supermaus. Oh. Oh, das könnte ich stundenlang spielen. Mach doch. Aber ich habe eine bessere Idee. Mahlzeit! Aktive Katzen lieben die gesunde Ernährungsbalance aus Protein, Mineralien und Vitaminen. Okay, okay. Her damit! Ist die Katze gesund? Freut sich der Mensch. KittyCat. Es gibt einen Motor, der die Umwelt weniger belastet. Der Bundesumweltminister nennt ihn entsprechend dem Gesetz zur steuerlichen Förderung mit nachgeschaltetem Katalysator und Abgasrückführung besonders schadstoffarm. Wir nennen ihn kurz Mercedes Diesel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Michail Gorbatschow ist zurückgetreten. Der Präsident der ehemaligen UdSSR erklärte um 18 Uhr in einer Fernsehansprache offiziell seinen Rücktritt. In seiner Abschiedsrede äußerte er sich enttäuscht, dass er die Sowjetunion nicht zusammenhalten konnte. Er zog aber eine positive Bilanz seiner Amtszeit und dankte allen, die ihn unterstützt hatten. Gorbatschow betonte auch, dass seine Erklärung keinen Rückzug aus der politischen Arena bedeute. Er werde auch in Zukunft all seine Autorität einsetzen, damit Eintracht und Verständigung zwischen den Republiken herrsche. Bundeskanzler Kohl hat die Verdienste des sowjetischen Präsidenten gewürdigt. Ohne Gorbatschow, so Kohl, wäre die Überwindung des Ost-West-Konfliktes und die Abrüstung der letzten Jahre nicht möglich gewesen. Mit der Rücktrittserklärung Gorbatschows endete auch sein Oberbefehl über die Atomwaffen der ehemaligen UdSSR. Diese kontrolliert jetzt der russische Präsident Jelzin. Das russische Parlament hat heute das Abkommen mit Weißrussland, Kasachstan und der Ukraine ratifiziert, wonach ein gemeinsames Oberkommando für die strategischen Atomwaffen gebildet wird. Die Bundesregierung und die Europäische Gemeinschaft haben unmittelbar nach dem Rücktritt Gorbatschows Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion anerkannt.
Ein offizieller Wechsel vollzog sich heute am bisherigen Botschaftsgebäude der UdSSR in Bonn. Aus der Vertretung der Sowjetunion wurde die Botschaft der Russischen Föderativen Republik. Als Zeichen hierfür ersetzte man die sowjetische Flagge durch die russische. In den Krisenregionen Jugoslawiens war es heute ruhiger. Eine Erkundungsmission der UNO hat ihre erste Gesprächsrunde über die Entsendung von Friedenstruppen ergebnislos abgeschlossen. Die jugoslawische Nationalbank begann mit der Ausgabe neuer Dinar-Banknoten. Sie will damit nach der Einführung der neuen Währung in Kroatien einer Dinar-Schwemme entgegenwirken. Führende Vertreter der Kirchen in Deutschland haben in ihren Weihnachtspredigten Ausländer- und Fremdenhass verurteilt. Auch Papst Johannes Paul II. Hat in seiner Weihnachtsbotschaft zu Frieden in der Welt gemahnt. Beim traditionellen Segen Urbi et Orbi rief der Papst dazu auf, endlich den Krieg in Jugoslawien zu beenden. In Deutschland gibt es derzeit rund 150.000 Menschen ohne festen Wohnsitz. Besonders in den neuen Bundesländern steigt die Zahl der Obdachlosen an. Trotz zahlreicher Neubauten können sich viele Menschen die gestiegenen Mieten nicht mehr leisten. Seit der deutschen Einheit ist die Zahl der Wohnungslosen in Ostdeutschland von praktisch null auf etwa 10.000 angewachsen. Und hier zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht ziehen von Norden her Schneewolken auf, sie erreichen morgen auch Süddeutschland. Unterhalb 500 Meter mischt sich der Schnee mit Regen. Die Temperaturen steigen im Norden bis 6 Grad, südlich der Mittelgebirge kaum über 2 Grad. Das, meine Damen und Herren, war die Kurzausgabe der ProSieben-Tagesbilder. Die nächsten Nachrichten sehen Sie um 10 nach 1. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Weihnachtsabend. Mr. Langnase. Wie bitte? Möchten Sie einen Mantel oder so etwas? Nein, ich finde es eigentlich richtig toll, nach dem Busch zu stehen und zu frieren. Wie war dir zumute, als du sie das erste Mal gesehen hast? Ich war geil. Sag Roxanne, dass du sie liebst. Schneiden Sie mir das Ding ab! Freuen Sie sich auf Steve Martin und seinen enormen Zinken. Roxanne, morgen 20.15 Uhr bei uns auf Pro7. Die zauberhafte Liebesromanze um den tapferen Feuerwehrmann mit dem enormen Zinken.